Hallo und herzlich willkommen. Nein, nicht in der Redstone-Schule, sondern in der Redstone-Bibliothek. Ja, ihr seht es im Hintergrund, ich habe ein bisschen experimentiert und gebaut, mich ein bisschen von realen Gebäuden inspirieren lassen und habe hier mal ein bisschen losgelegt, ein paar Säulen hochgezogen, hinten eine Wand hochgezogen und die so ein bisschen vorbereitet. Und das soll der Eingang unserer Redstone-Bibliothek werden und ich bin ganz aufgeregt. Da soll natürlich in der Redstone-Bibliothek auch viel Redstone verbaut werden und vor allen Dingen, das will ich euch zeigen. Aber ich wollte auch diesen Bauteil nicht ganz vorenthalten. Also ich habe ein bisschen experimentiert. Ich wollte ja nicht mit nichts kommen oder euch irgendwie 3 Stunden lang langweilen, sondern hier euch das zeigen. Und damit nochmal guten Morgen, mein Name ist Doc Stanroad und wir machen ein Let's Build Redstone Bibliothek. So, und was noch getan werden muss, ist, erstmal genau angucken hier. Also, als allererstes bin ich angefangen, die Mitte rauszusuchen, wo ich anfangen will. Und habe dann geguckt, wie breit möchte ich die Säulen haben. Das Ganze sollte ja nicht zu wuchtig werden. Und habe gedacht, okay, der Abstand 5 Blöcke zwischen den Säulen und dann eben eine Stufe hier, um das so vernünftig abzustützen, damit die auch angemessen aussehen. Also 5 Blöcke Abstand in der Luft hier und 3 direkt am Boden. Das sehe ganz gut aus. Das Ganze habe ich dann hier hinten wiederholt, habe dann einfach mit einem Fill-Command hier diese Wand ausgefüllt und habe die Säulen hier an der Wand wiederholt und habe dann gedacht, welches Material nehme ich und habe echt mit vielen Sachen experimentiert und bin am Ende hier bei Eisenblöcken gelandet. Und warum? Weil ich erstmal finde, die passen super hier zu den Säulen, weil die so eine quer gestreifte Textur haben. Sie haben eine Umrandung. Sie sehen echt aus wie so ein gut strukturierter alter Stein auch. Und ich finde das ganz gut. Und um das so ein bisschen zu unterstützen, habe ich hier am Rand einmal mit Stufen, hier so eine, so eine Stützung, die in solchen alten Gebäuden ja oft so am Rand so gemacht wird, so eine Umrahmung, habe ich da versucht nachzubilden. So, und dann habe ich geguckt, wie mache ich denn hier den Rand und habe dann hier erstmal gesagt, okay, ich mache diesen Rand hier einfach aus Blöcken, aber das da kommt man ja runterfallen und habe mich dann entschieden, hier so eine Art Absperrung, Abriegelung, aber auch etwas filigraner zu machen und zwar mit umgedrehten Stufen aus dem gleichen Material. Man muss sagen, es fehlt hier noch natürlich eine Menge Detail. Ich habe hier schon ein bisschen versucht zu detaillieren. Ich habe die Wand dahinter habe ich zweifach gemacht und habe dann hier vorne das so gelassen. Da werde ich es von innen aushöhlen. Und hier habe ich aber schon von außen eine Höhlung reingemacht, dass wir so kleine Balkone hier haben. Im Moment habe ich da nur Fenster drin. Wir müssen mal schauen, ob wir die vielleicht doch auch mit Türen versehen wollen oder nicht. Eigentlich im Moment finde ich das ganz gut so, wie es ist. Und damit das ein bisschen mehr Struktur bekommt, haben wir den etwas dunklen Stein hier einmal so drunter gemacht. So ist das jetzt erstmal. Und dann habe ich hier noch geguckt, dass ich Säulen hier einmal so drüber mache. Und jetzt bin ich im Prinzip an dieser Stelle, wo ich weitermachen möchte. Wie bin ich denn weiter vorgegangen? Ich habe dann versucht, eine Art Grundriss zu machen. Also ich möchte gerne, dass hier so ein Dach drauf kommt. Das können wir gleich noch zusammen bauen und das ein bisschen weiterbauen. Dann habe ich geguckt, dass man hier vielleicht so eine Rundung hat und dann hier zu so einem eckigen, praktisch quadratischen Grundriss eigentlich kommt, der hier so in der Rundung eingepasst ist. Und bekommt dann so die Vorstellung, dass man ja hier ein weiteres Quadrat hat und das Ganze wird dann auf die andere Seite auch gespiegelt. Vielleicht müssen wir das Dorf umsiedeln, das ist doch sehr nah dran oder zumindest ein paar Häuser wegmachen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir hier verschiedene Möglichkeiten weiterzumachen, verschiedene Sachen draufzubauen. Das soll schon ein imposantes Bibliotheksgebäude werden.
Und dann soll natürlich auch eine wunderschöne Kuppel sich hier noch oben drüber erstrecken. Und damit es auch angemessen aussehen und so, wird das eine richtig tolle Bibliothek von unten. Ich glaube, atmosphärisch. Die soll vollgestopft sein, auch mit ganz viel Redstone. Aber jetzt genug gequatscht. Wir müssen mal gucken, wie wir weitermachen. Und ich habe mir schon überlegt, dass es vielleicht ganz gut ist, wuppala, wenn wir einmal runterfallen. Nein, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir hier einmal erstmal eine Linie drüber ziehen. Oder vielleicht besser aus einem anderen Material. Ich guck mal nach, was ich mir so ins Inventar gelegt habe. Der gemeißelte Block, der sieht mir doch ganz gut aus. Oh ja. Das machen wir. So, der gemeißelte Block, der sieht hier super aus. Und den ziehen wir hier einmal lang. So. Bis zum Ende. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. So, ich habe mich entschieden, wir könnten hier mit was Dunklem weitermachen. Und damit auch ein bisschen Struktur drin ist, können wir hier diese Treppen reinmachen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So. So, okay. Gut, wie geht's jetzt weiter? Irgendwann müssen wir auch mit dem Dach anfangen. Aber, vielleicht noch nicht. Vielleicht machen wir hier so eine Struktur drauf. Und damit das ein bisschen Tiefe bekommt. Und jetzt habe ich eine Idee. Wenn wir hier im Abstand von 2 immer eine umgedrehte Treppenstufe drauf machen, dann könnte das ganz gut aussehen. Und dann machen wir hier unsere Stufe drauf. So. Und dann ziehen wir das bis zum Schluss und schauen uns das Ganze mal an. So, wir haben das jetzt fertig gezogen bis zum Schluss. Und ich finde, das sieht ganz gut aus. Aber da braucht man wieder ein bisschen Kontrast. Ich würde hier nochmal den gemeißelten Quarzblock hinsetzen, nur um zu gucken, wie das so passt. Weil ich glaube auch, dass das ein ganz guter Block ist. Was habe ich denn da gemacht? So, dass das ein ganz guter Block ist, um den für unsere für unsere Front von dem Dach zu benutzen. So, und dann müssen wir mal schauen, wie wir das Dach hier strukturieren und wie hoch wir das ziehen. Ich kann ja einfach mal aus Spaß hier mal ausfüllen. T/fill Koordinaten. Das geht dann immer ein bisschen flotter. Und dann kann man vielleicht besser was rauskloppen am Ende, als immer so viel zu platzieren. Und der heißt Chiseled Quarzblock. Jawoll! Wunderschön! Und da gucken wir jetzt, wie wir es weitermachen. Ich würde jetzt hingehen und würde am Ende hier noch ein bisschen weitermachen, so. 2 Blöcke vielleicht. Und würde dann anfangen, das irgendwie hochzuziehen. So, ne? Aber wir könnten, wir müssen es langsam auch was freilassen, damit wir nicht, vielleicht können wir mal so weitermachen. Zip, 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 zip. Zip, 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 zip. Ich baue mal weiter und zeige euch dann gleich das Ergebnis. Da bin ich mit dem Dach jetzt so weit gekommen. Da muss natürlich hier an dieser Stelle müssen nämlich noch Schisselblöcke hin. So, und wir müssen das noch ein bisschen abbauen hier. So. Und so weiter. Und dann können wir hier
können wir hier die Blöcke, nee, der kann so bleiben, diese Blöcke setzen. Ja, das müssen wir immer so lassen, den einen Block hier. Also den hier auch, die beiden können wir, Quatsch, den muss ich lassen, den muss ich drauf machen. So, den muss ich lassen, den kann ich drauf machen. Den muss ich lassen, den muss ich drauf machen, stimmt's? Könnte sich auch ein ganz cooles Muster ergeben, ne? Genau. So, und hier das gleiche, zack, 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 zack. Ich sag doch, abbauen geht viel, viel schneller. Und natürlich so. Ja, und ich würde sagen, das sieht sich ganz gut aus. Und dann gucke ich nochmal, da fehlen noch natürlich ein bisschen Details. Wir können mal gucken, wie wir das denn hier besser machen. Und zwar würde ich mal gucken, ob man hier vielleicht irgendwie das so stützt. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Hier an den dicken Stellen, ne? Oh ja. Oh ja, das sieht gut aus. Habe ich die richtigen Teile? Ich kann es ja nochmal gucken. Aber, ja, doch. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Da kann man sich nicht beschweren. Da kann man sich nicht beschweren, ja. Ja, und so müssen wir dann halt jetzt weitermachen. Der vordere Teil des Daches steht. Ich habe hier noch ein bisschen weitergebaut und jetzt habe ich auch hinten so ein bisschen geguckt und habe die Lücken dann einfach aufgefüllt hier mit Quarzsäulen. Hier einmal längs und quer und ich glaube, das wird ganz gut. Ich glaube, da kann man was mit machen. Mal schauen, wie wir hier weitermachen. So, was machen wir denn hier oben? Das ist ja jetzt noch ein bisschen nackelig. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen was machen. Ich glaube, wir füllen das einfach hier mit diesem Block. Mit Polished Andesite. Polished Andesite. Okay, dann füllen wir mal von hier. / fill. Koordinate eintippen. Bis hier einfügen und die Koordinate und polished andesite nehmen wir nicht, keine Slaps und kleine Stips und nix Bums. So sieht das doch schon ganz gut aus und dann ziehen wir hier einfach diese Struktur hier weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier diesen Rand ausfüllen. Also ich würde einfach dieses Symbol, diesen Block hier weiterziehen. Ups. Und dann können wir den ja hier auch weiterziehen. So, das sieht schon ganz gut aus. Und den hier weiterziehen. Ja, dann kriegt er ja so eine komische Ecke, ne? Ja, pass mal auf. Hier machen wir einfach volle Blöcke hin. Bumm. Und da machen wir genau das gleiche Design. Und das sieht doch ganz gut aus. Das passt sich ganz gut ein. Ich glaube, das lassen wir so und machen jetzt mit dem Dach weiter. Und hier sieht man die entstandene Fassade von dem Eingangsbereich für die Bibliothek einmal in seiner ganzen Pracht. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz dafür, dass ich hier eher so Redstone mache. Oh, finde ich, ist das ganz gut gelungen, denke ich. Und ja, ich bin auch immer dafür, dass man
Redstone und gute Gestaltung miteinander verbindet. Und jetzt wollen wir uns einmal in die Perspektive eines Besuchers reinversetzen und gehen jetzt mal diese Stufen hoch. Und das sollte nicht zu wuchtig sein, so war die Idee, aber doch beeindruckend. So, wow, was hier alles so ist. Und dann geht man rein in die Bibliothek und fällt in ein Loch. Ja, das war natürlich jetzt hier vollgestellt, das ist auch gar nicht aufgefallen. Ja, warum? Was ist da passiert? Ja, das ist natürlich hier die Redstone-Bibliothek und als solche wollen wir natürlich auch Redstone verbauen. Und ich möchte gerne hier einen Eingang bauen, in dem wir hier eine Tür haben, die 2x2 ist und die aber nicht zur Seite weggeht, sondern im Boden verschwindet. Und wie machen wir das? Dazu machen wir hier einen Verstärker hin und stellen ihn auf die vierte Stufe. Jetzt haben wir hier einen soliden Block, da einen soliden Block und machen dort einen Redstone-Staub drauf. Jetzt einmal Shift gedrückt halten und dann kommt hier über den Verstärker kommen zwei klebrige Kolben und in diese Ecke kommt ein klebriger Kolben. Jetzt brauchen wir Beobachter, und zwar ein paar. Wir nehmen den Beobachter, der schaut uns an, was hier der Redstone-Punkt macht. So. Und hier müssen wir nun einmal ein Loch graben und einen Verstärker reinmachen, der zu uns schaut. Und dann brauchen wir noch einen Verstärker, der sich anschaut, was dieser Kollege macht und das Signal in diesen Block weiterleitet. So, das ist der erste Teil. Jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt brauchen wir hier eine Laterne, eine Redstone-Lampe. Oh, gruseliger Sound. Wir brauchen jetzt noch ein paar Beobachter und der schaut einmal hier rauf. Der schaut hier rauf. Der schaut da rein und der schaut da rein. Und schon sind wir fertig. Das Verkabeln, das können wir später noch erledigen. Im Moment machen wir das mit einem Hebel und wir machen einmal, wir müssen noch den Boden hier reinsetzen. Da ein Block, das ist wichtig. Und den Rest können wir natürlich auch machen. Und unsere wunderbare Tür ist fertig und sie verschwindet hier in den Boden und so können wir den Laden hier zumachen. Ja, das war im Prinzip ein kleines Tutorial am Schluss dieser Bausession. Wenn ihr wollt, könnte ich das nochmal lose machen. Ich kann es ja auch mit in unserer Bibliothek aufnehmen. Das wäre cool. Ja, und dann würde ich sagen, ich bin ja da, falschen Modus, da, so, da würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir hier beim Bauen zuzuschauen und den Fortschritt an der Redstone-Bibliothek zu sehen. Macht's gut und tut nichts, was ich nicht auch tun würde.